Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium mit dem Feljack. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Und ja, ihr seht schon, ich habe es ein bisschen bunt gemacht. Das ist nicht finally, aber ich hatte Langeweile ein bisschen. Dachte ich, ach, machst du hier noch ein bisschen, ne? Habe ich schon mal einen anständigen Boden hier drinne und alles rot-blau. Ja, okay, liebe Leute, wir haben in der letzten Folge Raumschiffteile geskillt. Ich glaube, ich hatte schon, ja, ich hatte auch schon ein paar hergestellt. Aber mir ist schon wieder was ausgegangen. Ach ja, dann habe ich hier das epische Pulsgewehr noch, habe ich mir noch, hatte ich ja noch, haben wir ja noch gefunden gehabt. Habe ich mir noch Lasergewehrzellen gemacht. Ja, großes Problem ist, glaube ich, ne, Silizium haben wir noch. Promi haben wir auch noch. Kupfer, ne, Kupfer haben wir auch. Irgendwas fehlte, glaube ich. Eisen. Eisen. Ja, wir haben kein Eisen mehr. Wir müssen Eisenerz farmen. Ja, zum Glück ist davon genug in der Gegend. So, und als allererstes will ich euch erstmal verkünden. Ich habe jetzt wieder einen Discord. Also wer joinen möchte, kann gerne joinen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig eingestellt. Mit dem Bot und so. Also das ist das erste Mal, dass es mein eigener Discord ist. Ist eine Anlaufstelle, könnt ihr gerne joinen, könnt ihr euch gerne unterhalten. In den Channels für die Spiele, die da angegeben sind, auf der linken Seite könnt ihr gerne eure Videos, Bilder, was auch immer posten. Naja, Videos nicht, aber Bilder, ne? Also nicht hier andere YouTuber und so, das möchte ich nicht auf meinem Discord. Auch nicht, natürlich auch nicht unter meinen Kommentaren oder so. Das ist Fremdwerbung, da wollen wir ja nicht, ne? Nee, allgemein, ja, der Discord ist eröffnet. Ich habe den Link unter das Video gepackt. Und ja, ihr könnt joinen, wenn ihr möchtet. Dann das nächste. Ich habe den Garten fertig gemacht. Das habe ich jetzt ohne euch gemacht, weil das hat sich echt ewig hingezogen. Also hier ist noch gar nichts. Weil der Garten ist fertig. Ich habe das Problem jetzt so gelöst. Da habe ich hier einfach Glas hingemacht. Gitter. Also so Glaspaneele sozusagen. Und dann habe ich hier dann immer ein Licht gesetzt. Den Garten halt ein bisschen besser gemacht. Was ist denn hier? Der sieht auch komisch aus, der Block. Seht ihr das? Sieht aber merkwürdig aus. Ja, das Ding habe ich aus Glas gemacht halt, ne? Haben wir jetzt auch so gemacht. Ich habe das andersrum gestellt. Das heißt, hier kann man nichts mehr vorstellen. Nirgendwo. Ja, ich könnte rein theoretisch auch gleich schon mal ernten hier, ne? Machen wir jetzt auch mal. Kann das nämlich gleich wieder weiter wachsen hier. Na. So nah dran. So. Alles schön wegernten hier. Da ist noch nichts. Da noch. Der hier und Mais, alles Mögliche hier. Aber leider keine Pilze, also Felrik hat noch keine Pilze gefunden. Ja, ich starte ab heute die Vorbereitung für meinen Umzug, die Aufnahmen sozusagen. Das sind jetzt ab heute. Oh, ne, habe ich schon alles? Okay. Mal gucken, wo war mein Fahrstuhl jetzt? Ach, da hinten. Ach ja, und dann kann ich euch noch oben zeigen. Ja, oben kann ich euch auch zeigen. Da habe ich eine Tür reingemacht. Ich weiß noch nicht genau, was das werden soll, wenn es fertig ist. Aber ich habe jetzt mal hier oben alles mit Glas gemacht. Ne, können wir hier oben reingucken. Dann habe ich hier schon mal so Eckwände, die Seitenwände meine ich, habe ich schon mal gemacht. Und hier ist mir dann das Glas ausgegangen. Ihr könnt da nicht auch hochgehen. So, ja. So sieht das jetzt erstmal von oben aus. Ich hoffe, das gefällt euch. Boah, wenn ihr da Vorschläge habt noch, was man dann machen könnte, immer her damit. Ja, momentan gehen mir echt die Mats hier aus. Hier habe ich alles geerntet, ne? So. Ja, hier oben müssen wir noch was machen, eine Kommandozentrale oder irgend sowas, aber brauche ich echt mehr Mats für. Ja.
Ja, also wie gesagt, das sind jetzt die ganzen Vorbereitungen hier. Oh, hier ohne Ende Gemüse. Das sieht doch schon mal sehr nice aus. Ja, so, meine Lieben. Na, wollen wir mal gucken. Ja, Sauerstoff läuft jetzt auch. Alles tipptopp hier. Jetpack ist an. Okay. Ich brauche. Ne, habe ich gar nicht. Ja, seht ihr, ich habe. Ich weiß nicht, was mir fehlt. Wir können noch einmal. Sauerstoff? Ne, Sauerstoff war voll. Leben. Essen. Naja, wir brauchen jetzt noch nicht. Was wollte ich? Ach ja. Ja, wir brauchen Treibstoff. Ah, na, nicht einer. Puh, keine Ahnung. Oh, wie viel wir davon haben. Na gut, das zieht sich jetzt ein bisschen. Lass den mal arbeiten so lange. Ja, ich muss den Generator zum Laufen bekommen, weil ich hatte hier war alles die Tage total nebelig, wo ich das gemacht habe. Und da hatte ich die Panel, die haben keinen Strom mehr geliefert. Ja gut, dann hauen wir uns jetzt mal hier in unseren geilen Gleiter hier rein. Ja, Sprit 78% muss reichen. Kann es jetzt auch nicht ändern. Mal auf höher gehen hier. Ja. So. Ja, der Feldrick hatte auch Geburtstag jetzt. Da ist das nächste Eisenerzlager. 6 Kilometer. Hier. Hier. Ich glaube, irgendwo, oder? Oh, kurz von der Basis. Ah, nee, falsch. In Richtung. Basis. Kann ja nur da sein. Da steht es ja 1,6 Kilometer. Machen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Eisen. Ja, es kam schon wieder jede Menge Fixes raus und Updates und tralala und keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß noch ehrlich gesagt noch gar nicht, was wir so machen sollen. Aber ich denke mal erstmal Eisen farmen und dann werden wir die Raumschiffsteile weiterbauen. Und ja. Jetzt unseren super duper Bohrer. Oh, leck, leck. Aber mal am Laden runter. Oh, er hängt sich wie ein Baum auf. Ist noch ein Baum. Ja, zum Minern habe ich das weggemacht, das dieses Holz, diesen Holzschredderer. So, wenn wir parken hier. Falsch. Naja, so kann man auch parken. So kann man auch parken. Das Anzuglicht an. So, und dann gehen wir mal runter hier. Hoffe, das geht fix genug jetzt hier. Mit unserem schönen Bohrer hier. Ein Stück zurück. Machen wir die Drohne raus. Da müssen wir leider ein bisschen rumfahren hier. Ich würde es ja gerne mit dem Fahrzeug machen, aber es ist ja immer so. Ja, ihr wisst schon, ne? Immer so eine Sache. Ja, dann werden wir unser Raumschiff bauen und dann will ich mal schauen, dass wir mal auf dem. Ja, ich werde am besten gleich ein dickes Gunship bauen mit dem Warp-Antrieb und alles drin. Dass wir zumindest schon mal so ein paar andere Planeten bereisen können. Ah, geht auch mit dem Bohrer geht es auch fix hier. Nicht so schnell wie mit dem Fahrzeug, aber schon okay. Kann ich mit leben. Ich denke hier auch, das werden wir jetzt hier mal schnell abfahren. Wir mal weitermachen. Wie viel Eisen wir dann gleich haben? Ich hoffe genug.
die Teile weiter zu bauen. Ja, Silizium brauchen wir auch ganz dringend. Also jetzt habe ich ja, also auf dem Planeten habe ich echt Silizium-Not, ne? Ja, weil ich diese ganzen Fenster und alles gebaut habe, ne? Das frisst ganz schön, ne? Massig an Mass eigentlich farmen. Ich da gar keine Lust zu habe. Aber wir müssen ja unser Raumschiff fertig gebaut bekommen. Damit wir auch mal hier wegkommen. Mal langsam auch mal einen anderen Planeten sehen. Nicht ja nur den Kram hier. Oh, ein bisschen Kreis hier. Aber sieht ganz gut aus, ne? Was der hier so abbaut. Das sieht das schon richtig gut aus. Ich denke mal, auch ein Lager reicht erstmal. Wir werden immer wieder jetzt mal in den kommenden Folgen mal ein Lager wegbasteln hier, aber ich will das halt nicht übertreiben hier mit dem Grinden. Ich mag es genauso wenig, wie ihr es mögt. Heute ist echt ein Scheißwetter hier. Nehmen wir heute auf den Samstag auf. Ja, und da habe ich ja noch eine Info für euch. Ich hoffe natürlich an rege Teilnahme. So, ist schon fertig, siehst du? Haben wir schon weg. Die Info ist folgende. Moment, erstmal hier raus wieder. Ab in Pot. Was haben wir denn jetzt? Ja, 800. Ach, reicht erstmal. 800 reicht, glaube ich, oder? Das ist hier eine ordentliche Wolf-Farm hier. So, mal hoch mit dir. Oh Mann, der hat jetzt keinen Sound. Ah, jetzt. Ah, das ist eine Mine. Na, ich weiß nicht. Sollen wir echt in eine Mine gehen jetzt? Ne, komm, mach mal keinen. Nicht überheblich werden hier. So, das Lager, das können wir wegmachen. Das Lager entfernen, so. Gucken wir in genau die richtige Richtung. Ja, da in etwa ist die Basis. So. Ja, wir müssen eigentlich auch mal ein anständiges Baufahrzeug mal selbst bauen oder keine Ahnung. Ach so, die Mensch, ich komme immer von A auf Z. Ja, ihr werdet diese Folge hier am 18. sehen und am 19. Also ich beende jetzt, also ich habe gestern, wenn ihr diese Folge seht, habe ich gestern das Projekt Vintage Story abgeschlossen, aus Mangel von Aufrufen und Likes, also es war echt zu wenig und damit habe ich das eingestellt. So, park mal hier wieder. Komm hier, das geht schneller. Dann habe ich habe das eingestellt, das Projekt. Und ab morgen, den 19. Juli, werdet ihr Conan Exiles auf meinem Kanal sehen. Ich hoffe an, wie gesagt, ich hoffe an rege Anteilnahme, an viele Likes und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Dieses Spiel habe ich supported bekommen von einem meiner Zuschauer hier aus der Community. Werde ich aber dann auch morgen in dem Video auch kurz drüber sprechen oder kurz ansprechen und so. Mich bedanken und so weiter und so fort. Derjenige, der es supported hat, möchte nun aber auch nicht genannt werden. Aber okay, so, okay, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Vintage Story gehört der Vergangenheit dann an. Und wir fangen mit Conan Exiles an. Empyrean wird natürlich erstmal eine ganze Weile weiterlaufen. Ich denke mal noch bis August auf jeden Fall. Und dann muss ich mal schauen. Ja, okay. So, jetzt lass mal gucken, was haben wir denn jetzt? Ja, warte, ich habe 6 Stück davon gebaut. Alter Falter. Ach, wir haben schon Stahlblöcke. Ja, die brauche ich natürlich nicht jetzt unbedingt. Dann noch schon eine Gun, Frachtboxen.
Ah, ich weiß schon, was fehlt. Wir sehen es schon, wir haben keine RCE, ne? Kleines Raumschiff. Hier links. Wo sind die jetzt? Wo sind sie? Gute Frage, ne? Ah, ich brauche Bomber 12. Das war richtig schön wendig, ist das Ding. Pentaxid-Tank. Kobalt-Legierung, da würde ich echt verarschen, ne? Muss das schon wieder Kobalt farmen, oder wie? Aber wir haben doch noch Kobalterz hier. Was machen wir denn da? Das Schiff muss einen Eingang oder sowas, muss das eigentlich nicht haben, ne? Wir können ja Anzugstation drin verbauen. Und einen Kühlschrank. Ja, ich überlege. Sauerstoff. Ist auch nicht unbedingt haben. Müssen wir den ganzen Mist wieder mitschleppen, ne? Das ist auch nicht so. Weiß nicht. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Ach, wir haben noch keine. Bauen mal zwei oder lass mal drei bauen. Oder was wird vier? Lass mal erst vier Stück bauen. Der Warp haben wir noch gar nicht geskillt. Den Konstruktor können wir auch nicht, weil auch Kobaltlegierung fehlt. Ja, da fehlt einiges, Leute, ne? Hier ist schon nur Kurzstrecken-Warp. Der ist auch für kleines Raumschiff. Aber fehlt uns immer noch der Tank. Fehlt uns immer noch der Tank für, ne? Und dann haben wir den auch schon mal. Wir können ja schon ein paar Sachen wegpacken. Boxen, Lichter, Kühlschrank. Was? Ich habe schon einen Kühlschrank. Oh, kann der raus? Habe ich eine Anzugstation? Nee, okay. Was ist das? Munition. Guck hier, die Fusionszellen hat er ja noch hergestellt. Sehr schön. Und ja auch Sprit für das Raumschiff wieder. Ja, die FCS baut er jetzt gerade. Dann die Anzugstation, dann die Landegestelle. Haben wir schon. Schubdüsen haben wir auch noch nicht, ne? Haha. Haben wir denn normale? Auch noch nicht. Okay, wir brauchen noch normale Schubdüsen. Werde ich mal auch hier so. Erstmal 12. Und dann nehmen wir M-Düsen, ne? Dann nehmen wir davon. Zwei, ne? Zwei reichen. Und ja, mal nicht übertreiben hier. Auch 12 Düsen. Ja gut, er muss ja auch außer Hufe kommen. Er wird ja relativ schwer mit dem Warp-Antrieb und alles. Da muss ich ja so ein paar Dinger drunter verbauen, dass er außer Hufe kommt. Obwohl wir können auch. Brauchen die auch gar nicht, ne? Dafür. Ja, ich weiß nicht. Dafür können auch andere nehmen, ne? Wenn wir die M dafür nehmen. Sollen wir vielleicht M-Düsen für alles nehmen? Natürlich schon ziemlich mächtig dann, ne? Auch natürlich anständig Matz, ne? Deswegen, ob wir so viel Matz überhaupt noch haben. Mechanische Komponente sieht ganz gut aus. Der Rest ist alles gelb. Jetzt ist alles gelb. Ja, und Silizium. Dieses geht zu Neiger, sind nur 23. Aber bei den Düsen könnte es kritisch werden. Dann schauen wir mal. Das geht schon mal rein. RCS können rein. Habe ich doch auch mehr ge. Hä? Habe ich nicht mehr RCS? Kann ich auch schon nicht mehr bauen oder was? 6? Habe ich 6 RCS noch? Nee, bin ich jetzt doof? Ja, da, 12, habe ich doch gesagt. Mensch, ich komme ganz durcheinander. Ja, wir brauchen unbedingt den Tank noch. Wir haben jetzt den Warp-Antrieb, wir haben ein paar Flügel, wir haben den Block. Mal kurz einen Happen essen hier. Schmeißen wir die raus, die rein. Dann haben wir schon mal den Starterblock. Ja, dann bauen wir.
wir die Blöcke noch? Da müssen wir mal schauen, ne? Na gut, der baut die jetzt. Mal sehen, mal gucken, wie viel er davon schafft. Ich weiß auch nicht. Ja, und da müssen wir mal gucken, wo wir das Ding hinstellen. Ich weiß das nicht, wenn wir gleich wieder Angriff kriegen oder so. Was hier hinstellen? Ich glaube, oder? Ich denke mal, wir werden ihn hier bauen dann. Aber wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge. Oh, was ist jetzt? Oh, mein OBS spinnt. Ne, mein Monitor spinnt, glaube ich. Aber mein Monitor spinnt rum. Ihr dürftet das noch sehen, glaube ich. Aber mein Monitor flackert gerade wie blöd. Okay, jetzt geht's wieder. Ah, Hilfe. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen in der Aufnahme. Muss ich mir dann mal angucken. Ja, lasst mir ein Like nach oben. Lasst mir ein Like nach oben. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Like. Wäre schön. Würde ich mich drüber freuen. Ein Abo. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Schaut doch mal auf meinem Discord vorbei. Einfach mal join. Könnt ihr mal ein bisschen gucken. Ist noch alles neu und frisch. Und ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Würde mich freuen, wenn da auch einige von euch mal auftauchen würden. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge. In dem Sinn, sagt euer Feldjack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.